das Fußball-Bundesligist FC Bayern München im Sommer eine Offensive auf dem Transfermarkt plant, gilt als sicher. Mit dem französischen Youngster Aurélien Tchouaméni ist nun anscheinend ein weiterer Spieler in den Fokus der Münchner gerückt. Nach Informationen der Sportbild lässt der Rekordmeister den 18-jährigen Mittelfeldspieler derzeit durch seine Scouts beobachten, um einen möglichen Wechsel auszuloten. Dem Rechtsfuß wird großes Potenzial nachgesagt. In dieser Saison stand der Mittelfeldakteur in 6 Ligaspielen auf dem Rasen, auch in der Europa League gab der Achter bereits sein Debüt. Im Sommer wurde Tchouaméni bereits mit dem BVB in Verbindung gebracht. Damals galten auch Juventus Turin und der AC Mailand als mögliche Abnehmer für das Top-Talent. Laut der französischen Zeitung L'Équipe wollte der U19-Nationalspieler aber zunächst in Bordeaux Spielpraxis sammeln, bevor ein Transfer ins Ausland für ihn in Frage kommt. Tchouaméni ist nicht der einzige talentierte Franzose, den die Bayern derzeit im Auge haben. Auch sein Landsmann Lucas Hernandez wird Medienberichten zufolge vom FC Bayern umworben.